Sound als Mittel der psychologischen Kriegsführung wurde vielleicht nie eindringlicher dargestellt als in dem Hollywood-Film Apocalypse Now von 1979. Wir sehen hier, und ich bin mir sicher, dass Sie alle diese Szene kennen, wir sehen hier unter anderem einen Angriff amerikanischer Hubschrauber auf ein Dorf des Vietcong. Und dieser Angriff wird nicht nur mit Napalm und Maschinengewehren ausgeführt, sondern auch mit Lautsprechern, die an den Hubschraubern angebracht sind und aus denen der Walkürenritt von Richard Wagner aus dem Ring des Nibelungen erklingt. Ich habe mir das heute Morgen nochmal angeschaut. Es ist ziemlich beeindruckend. Es ist aber natürlich auch eine Fiktion. Historisch gesichert ist auf jeden Fall die Operation Wandering Soul. Es war eine Propagandakampagne der US-Streitkräfte während des Vietnamkriegs. Und ich lese zwei, drei Sätze aus dem Wikipedia-Eintrag vor, weil ich nämlich ehrlich gesagt da noch nie was von gehört hatte, bis auf die Tatsache, dass du mir davon erzählt hast. Also diese Operation Wandering Soul zielte als psychologische Kriegsführung auf den vietnamesischen Glauben der irrenden Seelen, der nämlich besagte, dass wenn jemand unsachgemäß oder überhaupt nicht beigesetzt wurde, dass dessen Seele für immer umher wandert. Und Ingenieure der US-Armee verwendeten anscheinend Wochen darauf unheimliche laute und verzerrte Stimmen, vietnamesische Stimmen, aufzunehmen, welche unter anderem die Stimmen der Geister gefallener Vietcong-Kämpfer darstellen sollten. Und dieses Tonband wurde bekannt als Ghost Tape Number 10. Und mit diesem, also das wurde dann abgespielt, und diese Stimmen riefen dann unter anderem ihren Landsleuten zu, nach Hause zu gehen, also besser nach Hause zu gehen, anstatt einen sinnlosen Tod zu sterben. Und das Ziel war ganz eindeutig, den Feind zu demoralisieren und ihn zum Verlassen seiner Stellungen zu bewegen. Einige US-Soldaten trugen während dieser Operation Lautsprecher-Rucksäcke, also auch das mobile Klangeinheiten. Auch wurden von Flusspatrouillenbooten der US Navy und Hubschraubern aus mit Lautsprechern die Tonbänder zur Tages- und vor allem zur Nachtzeit abgespielt. So viel zum historischen Kontext von Apocalypse Now. Aber wir sind hier im Kindle und wir, vielleicht haben Sie, ich hoffe, dass Sie alle die Ausstellung von Nick Novak gesehen haben, die Ausstellung Schizosonics oder Schizosonics hier im Kesselhaus, das Kindle mit den beiden mobilen Soundsystemen Panzer und The Mantis. Es geht um drei geografische und historische Situationen, die ich gerne mit dir, Nick, etwas genauer diskutieren möchte. Und zwar geht es erstens um den sogenannten Berliner Lautsprecherkrieg, der zwischen 1961 bis 1965 entlang der Berliner Mauer stattfand. Da kannst du vielleicht gleich noch ein paar mehr Details zu berichten. Es geht außerdem um etwas, was fast zeitgleich stattfand, und zwar um die britische Kolonie Jamaika. Liegt südlich von Kuba, für die, die gerade nicht googeln wollen. Und es geht um die Unabhängigkeitsbewegungen, die 1962 zur Unabhängigkeit Jamaikas führten. Und hier geht es auch um eine sehr interessante Rolle von einem jamaikanischen Radarspezialisten, der sich bei der britischen Armee Wissen angeeignet hatte über Soundsysteme. Und drittens geht es eben um Korea, genauer um die sogenannte entmilitarisierte Zone, Demilitarized Zone, DMZ, zwischen Nord- und Südkorea, an deren Grenzen beide Staaten bis vor kurzem mobile Lautsprechersysteme aufgefahren haben, die bis zu 20 Kilometer weit oder ich glaube sogar noch weiter
in das jeweils feindliche Territorium hineinstrahlen. Ich schlage, bevor ich dich zu biografischen Punkten befrage, wir hatten jetzt verabredet, dass wir vielleicht erstmal dieses kurze Video abspielen wollen, 5 Minuten lang, wo man nochmal so einen ganz guten Eindruck von deiner Arbeit bekommt. Genau, ich zeige ganz gerne diesen Film The Mantis, der sich vor allem auf, das ist quasi eine Kurzdokumentation über den Herstellungsprozess von der Skulptur The Mantis, die quasi dieses aufklappbare, große, mobile Soundsystem im vorderen Bereich der Halle im Kesselhaus ist. Und diese Skulptur, dieses Soundsystem bezieht sich in besonderem Maße auf die Lautsprechereinheiten, die im Kontext des Lautsprecherkrieges an der Berliner Mauer eingesetzt wurden. Das sind also Skulpturen, die sowohl Panzer als auch Mantis, die sich auf bestimmte Ankerpunkte der Geschichte der akustischen Kriegsführung beziehen, aber diese nicht eins zu eins nachbilden, sondern quasi formal und dann in der skulpturalen Übersetzung sich referenziell darauf beziehen. I built mobile sound systems and I researched the use of sound as weapon. Als Künstler beschäftige ich mich mit der Verwendung von Sound als kultureller Transmitter, wie es etwa in der Musik der Fall ist, und demgegenüber mit dem Missbrauch von Sound als Waffe. Innerhalb dieses Kontextes interessiert mich auch der Effekt von Klang auf körperliche und psychische Zustände. Seit 15 Jahren beschäftige ich mich mit dem globalen Phänomen mobiler Soundsysteme und ihre sozialen und politischen Bedeutung. Exporte von Waffen in Kriegsgebiete ist nicht erlaubt und darf auch nicht nur aus Angst vor Rückzahlungen an die Industrie durchgeführt werden, sondern muss zurückgezogen und verboten werden. Im Rahmen meiner jüngeren Recherche hat mich der sogenannte Lautsprecherkrieg, der entlang der Berliner Mauer in den 60er Jahren stattfand, fasziniert. Im Frühstadium der Berliner Mauer befanden sich die ideologisch getriebenen Divisionen des kommunistischen und kapitalistischen Deutschland mit hochgerüsteten Lautsprechersystemen über die Mauer hinweg in einem akustischen Krieg. Ganz ähnlich wie es noch bis vor kurzem an der Demarkationslinie von Nord- und Südkorea der Fall war. Während der Osten von der russischen Armee mit Lastkraftwagen, die mit Lautsprechern bestückt waren, den sogenannten Roten Hugos beliefert wurde, gründete der Westberliner Senat in Kollaboration mit dem RIAS, dem Radio im amerikanischen Sektor, das Studio am Stacheldraht. Die Hauptaussage des Studio am Stacheldraht war es, die Grenzsoldaten der Ostseite davon abzubringen, auf Flüchtende zu schießen. In einem 5-jährigen Prozess habe ich die Klangskulptur The Mantis entwickelt, welche in ihren formalen Qualitäten an die sich auftürmenden mobilen Lautsprecherkräne des Studio am Stacheldrahtes während der 1960er Jahre erinnert. Heute, 2019, 30 Jahre nach dem Mauerfall, ist der Berliner Lautsprecherkrieg fast vergessen. Und gleichzeitig
erleben wir erneut, wie global psychische und physische Mauern aufgerichtet, Grenzen geschlossen werden und Europa zu zerfallen droht. Ich bin in den 80er Jahren aufgewachsen, in der Endphase des Kalten Krieges. Wir haben damals erlebt, wie innereuropäische Grenzen geöffnet und abgebaut wurden, eine Demilitarisierung stattfand und Europa zu einer diversen Gesellschaft zusammenwuchs, in der sich die Möglichkeiten vieler Menschen multiplizierten. Nach dem Fall der Mauer bot Berlin als Stadt eine Menge Raum für Experimente, besonders für Künstler. Und die entstehenden Clubs wurden zur Schnittstelle für viele verschiedene Szenen und ihre Musik ein Katalysator zur Aktivierung von sozialen Veränderungen. Heute jedoch erleben wir eine Rückwärtsentwicklung, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, losgetreten insbesondere von Rechtspopulisten, die versuchen, unsere Gesellschaft zu spalten. Das Leben und seine Technologie ist komplexer geworden. Die Geschichte kann uns aber hoffentlich lehren, sich wiederholende Muster zu erkennen und zu hinterfragen. Der Film ist unter der Regie von Hiro Tanaka entstanden. Und was wir hier teilweise gesehen haben an Schnittbildern, sind Bilder aus der Performance The Mantis von 2019 im Berghain mit live Videoprojektionen von Moritz Stumm, der auch hier anwesend ist, ein langjähriger Kollaborator von mir und guter Freund, bester Freund. Wir arbeiten seit mittlerweile 10 Jahren an einem Performance-Format, was Propaganda hieß, was damals auch bei dir im HMKV aufgeführt wurde und was sich bis heute weiterentwickelt hat. Und ich erzähle das, weil diese Ausstellung, die wir hier sehen, eben auch eine ist, die nicht wie häufig, sagen wir mal, in einem kürzeren Zeitraum hergestellt wurde für eine Ausstellung, sondern das hier ist ein Projekt, was eigentlich durchaus, wo man sagen kann, dass sich das über die letzten 10 Jahre entwickelt hat, wo auch extrem viel Zeit, Aufwand in der Forschung, aber auch in der technischen Umsetzung liegt. Also das heißt, es geht dabei sowohl um die geschichtliche Aufarbeitung von Themen wie eben der deutschen Teilung, der Verwendung von Sound als Propagandamittel und hier ganz im Speziellen geht es um den Versuch, diese Knotenpunkte des Kalten Krieges und der Klangpolitik des Kalten Krieges herauszustellen, die eben sich weit über die, sagen wir mal, übliche Betrachtung der Berliner Geschichte hinaus bewegt. Also dass man sagt, man hat meinetwegen den kapitalistischen amerikanischen Westen oder amerikanisierten Westen und den russischen kommunistischen Osten, sondern dass wir hier quasi diese global umspannende Dynamik der Politik des Kalten Krieges im Kontext der deutschen Teilung begreifen und betrachten. Darüber sprechen wir später sicherlich auch noch mehr, weil das in meiner Arbeit auch immer wieder dann den Weg findet zu der aktuellen Situation in Korea, zwischen Nord- und Südkorea. Bevor wir zu Korea kommen, was ja etwas aktuelleres Projekt ist, lass uns vielleicht nochmal hier bei diesen historischen Punkten eher bleiben. Mich interessiert so dieser Zusammenschluss zwischen diesem Berliner Soundkrieg über die Mauer hinweg und wie legst du den Link dann zu dem, was in Jamaika passiert ist und auch zu der Entwicklung der Soundsysteme oder auch der Soundclashes? Das ist ja, das eine ist ja eine sehr konfrontative Situation, das andere ist aber was anderes. Vielleicht kannst du das ein bisschen ausführen. Genau, der Link oder die Verbindung stellt sich bei mir durch eine im Prinzip sehr subjektive Entwicklung her. Und zwar ist bei mir die Aufmerksamkeit auf die Soundsystemkultur Jamaikas natürlich durch Reggae und Dub-Musik schon in meiner Jugend geweckt worden. Und dem habe ich mich hingegeben. Das war für mich was ganz Essentielles. Und auch in der weiteren Betrachtung der karibischen Soundsystemkultur wurde das für mich immer mehr zum Thema, inwieweit Musik und Klang gesellschaftsbildend wirken kann. Und das eben vor allem am Beispiel explizit
bewiesen in der Geschichte Jamaikas, wo die Soundsystemkultur und die Musik eine enorme Rolle spielt in der Bildung einer Gesellschaft, die sich quasi gegründet und definiert hat nach unsagbarem Missbrauch und der Brutalität der Kolonialgeschichte und der Sklaverei. Und in dieser Musik wird quasi diese ganze Situation aufgearbeitet und verhandelt und innerhalb dessen eine neue Gesellschaftsidee entwickelt. Das war für mich quasi immer der Konterpunkt gegenüber dem Gebrauch von Sound als Waffe, wo es gerade darum geht, Gesellschaften zu zerstreuen oder Versammlungen aufzulösen. Wenn man über moderne akustische Waffen nachdenkt, da wird das eben quasi so verwendet, dass es als schmerzerzeugendes, quasi unsichtbares Foltermedium benutzt wird, um meinetwegen Demonstrationen aufzulösen oder Massen zu kontrollieren. Und diese zwei gegenüberliegenden Positionen, also quasi Klang als gesellschaftsbildendes Element oder als Medium, als Waffe, waren quasi diese zwei Konterpositionen. Für mich war irgendwann das Soundsystem auch als kulturelles, wie soll man sagen, als Objekt, als irgendwann eben auch, dass es sein Weg in die elitären Hallen der Hochkultur gefunden hat. Das wurde für mich spannend. Also das heißt, dass es auch irgendwann zu einer Fetischisierung von Lautsprechersystemen kam, über eigentlich, die Geschichte fängt zwar viel früher an, aber um das mal ganz so abzukürzen, die PA-Wende im Rock'n'Roll oder dann später beim Techno im Rave, die Glorifizierung der Lautsprecherwand als, sagen wir mal, ja, ich stell mir dann immer diese Pappen als schwarze Löcher vor, in denen sich das ganze Begehren, individuelle Begehren widerspiegelt. Und jetzt habe ich mich in der Vorstellung von den großen Lautsprecherwänden verloren. Erzähl vielleicht nochmal ein bisschen was zur Entwicklung und zum Einsatz dieser Soundsysteme in Jamaika. Das interessiert mich, da weiß ich einfach nicht so viel drüber. Und vielleicht ist das ja auch hier für die Zuhörerinnen und Zuhörer interessant. Also die in den 60er Jahren, oder fangen wir mal noch weiter vorne an, im Zweiten Weltkrieg wurden Einheiten der psychologischen Kriegsführung etabliert, wo quasi Klang zum Einsatz kam, aber auch Attrappen. Also das heißt, es waren vor allem, es waren eben auch Musiker, Schauspieler und Soundingenieure involviert, die versucht haben, Illusionen zu erzeugen über Klang und Bild. Das heißt, es wurden dann zum Beispiel auch von der amerikanischen sogenannten Ghost Army Attrappen von Panzern und ähnlichen schweren Geräten hergestellt, in Verbindung mit Soundprojektionen, sollten die dazu dienen, die feindlichen deutschen Truppen in die Irre zu führen, sodass dann zum Beispiel Späher von den Flugzeugen aus Truppenbewegungen festgestellt haben, die nicht stattgefunden haben, und dann wurde meinetwegen von der anderen Seite angegriffen. Ganz simpel, aber in dieser Zeit sind quasi Grundsteine gelegt worden dessen, was wir heute unter psychologischer Kriegsführung verstehen. Und die Geschichte führt eben auch dahin, dass ein britischer Radioingenieur in der britischen Royal Air Force gelernt hat, militärische Hochleistungslautsprechersysteme zu entwickeln, und ist mit der Kenntnis zurück nach Jamaika gegangen, um dort die ersten und besten Hochleistungslautsprecherverstärker zu bauen, die dann eingesetzt wurden für im Prinzip Sound Clashes, zum Spielen von Musik, aber eben mit einem großen Druck im Bassbereich, was nur durch hohe Ströme und hohe Leistungsfähigkeit herstellbar ist, weil eben wirklich dann in dem Verhältnis große Mengen an Luft bewegt werden müssen, und das hat einen physischen
Einfluss auf den Körper. Das heißt, das ist der Moment, wo die Musik einen durchdringt. Wer schon mal auf so einem Soundclash war, weiß, dass sich das am nächsten Tag noch anfühlt, als hätte man, wäre man irgendwie geschellschockt oder aber dann in einem positiven Sinne, weil es sich wirklich anfühlt wie die Neuausrichtung der, der Moleküle im eigenen Körper. Und also das Wichtige in der Geschichte der jamaikanischen Soundsystemkultur ist, dass diese Soundsysteme aufgebaut wurden an Orten, wo es eben keine, sagen wir mal, Infrastruktur von Clubs oder ja, Diskotheken-Infrastrukturen gab, sondern es waren quasi mobile, halb illegale Events. Das waren in den 50er Jahren oder wann war das? 50er und 60er Jahre. Und also es passt eigentlich sogar sehr gut zu unserer heutigen Zeit, weil die Clubs haben geschlossen. Wo finden eigentlich die Versammlungen, wo finden die Diskurse statt? Wir erleben im Prinzip eine ähnliche Einschränkung dieser Art im Moment, nur dass es dort in dem Verhältnis eben so war, dass eine weiße koloniale Schicht eben quasi die institutionelle Landschaft kontrolliert hat und sich darunter quasi eine nicht institutionelle Ebene des musikalischen Diskurses etabliert hat über mobile Soundsysteme, die dann auch miteinander eben im Wettstreit standen. Es ging quasi auch um eine diskursive Form der Beschallung und Gegenbeschallung, also quasi eine Art von Diskurspraxis. Und das war dann nicht nur eine musikalische Beschallung und Gegenbeschallung, sondern das ging auch, das hat sich auch zu einer politischen Auseinandersetzung entwickelt. Kannst du über diesen Zusammenhang noch was sagen? Also erstmal, um die Relevanz der Soundsystemkultur in dem Zusammenhang herauszustellen, diese Themen, um die es ging, da ging es ganz viel um die Sklavereigeschichte, um Geschlechterrollen, um die Unabhängigkeit, um kolonialgeschichtliche Themen, sodass die Musik auch in dem Zusammenhang eben eine relevante Rolle in der Unabhängigkeitsbewegung gespielt hat. Und in den 70er Jahren, also das heißt nach der Unabhängigkeit, nachdem Jamaika unabhängig schon war, kam es zu einer Politisierung oder gezielten Politisierung der Soundsystemkultur zum Nutzen der politischen Parteien, der konservativen Partei und der sozialistischen Partei Jamaikas, die sich im politischen Wettstreit befunden haben. Und da reden wir über die 70er Jahre. Das ist die Zeit, wo die amerikanische Regierung Sorge hatte, dass Jamaika zum nächsten Außenposten Kubas wird, so dass es zu Allianzen kam zwischen der konservativen Partei und den Amerikanern, so dass auch die CIA dann interveniert hat und das auch zu einem Mordanschlag auf Bob Marley geführt hatte, der dann Jamaika verlassen hatte. Und diese ganzen Machenschaften und Turbulenzen, die sich zuerst quasi im übertragenen Sinne in der Musik ausgewirkt haben oder übersetzt haben und quasi symbolisch, quasi Musik zur symbolischen Gewalt wurde, hat sich das irgendwann transformiert in physische gewalttätige Auseinandersetzungen bis hin zu extremen Straßenkriegen. Oft hieß es, dass Jamaika durch Straßenschlachten, die vor allem in Gangbeziehungen stehen, destabilisiert wurde und die Geschichte weist aber deutliche Hinweise darauf auf, dass es quasi eine inszenierte Situation war, um die Machtverhältnisse zu zerrütten, um dann die konservative Partei an die Macht zu bringen. Ja. Ich habe da ein interessantes Zitat von William Burroughs. Das würde ich gerne mal kurz, das passt nämlich gerade total gut zu dem, was du gesagt hast. Ich weiß aber nicht, inwieweit da solche Sachen passiert sind. Und zwar William Burroughs hat in diesem Buch The Electronic Revolution von 1971 geschrieben oder beschrieben, wie mittels des Abspielens von Tonbandaufnahmen
auch Ereignisse bewusst hergestellt werden können. Und ich zitiere jetzt ganz kurz, also Burroughs spricht jetzt durch mich: An diesem Vorgang ist nichts Geheimnisvolles. Geräusche von Unruhen können in einer geeigneten Situation wirkliche Unruhen hervorrufen. Aufgezeichnete Polizeitrillerpfeifen werden Polizisten anziehen. Aufgezeichnete Schüsse und sie ziehen ihre Waffen. Also das ist so ein ganz kurzes Zitat aus der Electronic Revolution, aber ich weiß nicht, inwieweit das jetzt die Situation beschreibt, über die du eben gesprochen hast. In Jamaika war es in der Tat so, dass es zu einem Krieg geführt hat, also dass es wirklich zu einem Stellvertreterkrieg mit enormer Waffengewalt geführt hat. Also das heißt, das, was ich hier bei Burroughs höre, ist, glaube ich, etwas, was, sagen wir mal, also wir benutzen das in den Performances oft, dass man diese Situation tatsächlich, also sagen wir mal, dass man Stimmung schüren kann durch Klang und dass man dieses Erlebnis herstellen kann, sodass das tatsächlich sich in der späteren Folge als kollektive Erinnerung meinetwegen so inspiriert in einem kontroversen Sinne, dass das zu einer tatsächlichen ähnlichen Situation führen kann oder eine Situation triggert. Aber da muss ich eher an totalitäre Regime denken, zum Beispiel an die Praktiken des Nazi-Deutschlands, wo eben die kollektive Musikerfahrung wirklich als effektives Mittel genutzt wurde, um Situationen herzustellen, um die Menschen zu euphorisieren, um der Sache zu verfallen. Das Gleiche erleben wir in Nordkorea, wo die gleiche Methode eigentlich des kollektiven musikalischen Erlebnisses genutzt wird, um Triggerpunkte zu drücken. Ja. Vielleicht ist das ein ganz guter Übergang, um über das Korea-Projekt zu sprechen. Also wie gesagt, es geht ja um diese Demilitarized Zone zwischen Nord- und Südkorea, wo sich bis vor kurzem, ich weiß nicht, oder vielleicht existiert das ja auch noch, bis vor kurzem eben diese Lautsprechersysteme gegenübergestanden haben. Weißt du, ob das noch weiter passiert? Oder? Also das ist immer ein On-Off-Verhältnis, aber ich würde ganz gerne, ich glaube, das ist wichtig, nochmal auf die Ausstellung Schizosonics zurückkommen. Und das, weil wir haben jetzt über Jamaika geredet, in dem Film hat man auch Bildmaterial gesehen zu der Situation an der Berliner Mauer. Und der dritte Knotenpunkt wäre jetzt Nordkorea. Vietnam kommt übrigens auch in der Narration vor. Also das ganz kurz zu der Form. Wir haben diese zwei Lautsprechersysteme. Oft werde ich gefragt, welches System gehört denn nach Westen, welches nach Osten. Das ist natürlich in dem Verhältnis relativ irrelevant. Also das heißt, es ist austauschbar und es gibt aber auf der skulpturalen Ebene Referenzen zu den jamaikanischen Lautsprecherwänden, zu den hydraulischen Lautsprechertürmen oder Kränen des Studios am Stacheldraht. Und dann werden wir in den 43 Minuten, ich weiß nicht, ob jeder dieses Stück komplett durchgehört hat, durch diese Geschichten in vier Teilen durchgeführt. Der Text wurde geschrieben von Jessica Edwards in Zusammenarbeit mit mir, die auch hier anwesend ist. Und das ist eine weitere Ebene in der Arbeit. Also das heißt, die ganze Narrative und Klangcollage ist quasi als, für mich ist es eine Art Vollendung dieser Konstellation zwischen den beiden Soundsystem-Skulpturen. Und Teilaspekte davon wurden quasi in den vorangegangenen Performances verhandelt, aber das wird quasi jetzt, fügt sich zusammen zu einem hermetischen Komplex mit einem Anfang und einem Ende. Und Nordkorea ist eben quasi der Teil, der uns dann auch in die Gegenwart führt. Ich war dort 2017 und es ist, wenn man dorthin reist, sowieso wie eine Zeitreise zurück in die Realität des ersten Kalten Krieges.
diese Lautsprecheranlagen, die dort an der Grenze aufgestellt sind, das wird bestritten von den Nordkoreanern, dass es auf der Nordseite existiert. Es sind allerdings in Nordkorea extrem viele Lautsprecherfahrzeuge unterwegs, sodass ich denke, dass die bei ihren Gegenbeschallungsmaßnahmen dann punktuell reagieren und eine ganze Flotte dorthin bewegt haben, was absolut realistisch ist. Also in Pyongyang ist die Stadt voll mit diesen militärischen Lautsprecher-Vans. Und es gab auf jeden Fall wieder eine Aktivierung vor kurzem, dann hat aber Kim Jong-un, wie wahrscheinlich die meisten mitbekommen hatten, ein Verhandlungszentrum in die Luft gesprengt, und in solchen Situationen herrscht dann auch auf der Seite Südkoreas extreme Vorsicht, sodass im Moment diese Anlagen nicht laufen. Aber das ist quasi war quasi über die Jahre immer wieder ein Hin- und Her-Verhältnis. Es gibt auf jeden Fall, genau, das Projekt Symphony of Silence, was ein Vorläufer oder was sich 2017 entwickelt hatte, aufgrund einer Einladung nach Nordkorea von einem norwegischen Künstler, Morten Travik, der dort versucht hat, ein experimentelles Künstlersymposium zu organisieren, mit westlichen Künstlern. Und in dem Zusammenhang bin ich zu einer Konzeption gekommen, die vorgesehen hatte, die Lautsprecheranlagen auf beiden Seiten zu verwenden, um einen einzelnen Ton zu spielen, phasenverdreht, sodass es zu gegenseitigen Auslöschungen kommt und zur Stille. Als Motiv der Neutralität und quasi dem Versuch, ob Kunst nicht ideologisch sein kann und vermittelnd wirken kann. Dazu gibt es einen kurzen Film, ein kurzes Video, was ich gerne zeigen würde, was mehr oder weniger dem entspricht, was ich in Nordkorea, in Pyongyang auch präsentiert habe, um den Vorschlag zu machen, die Symphonie der Stille durchzuführen. Dort war für mich die Eintrittskarte quasi die Geschichte des Lautsprecherkrieges in Berlin. Das war für die nordkoreanischen Mitarbeiter des Committees for Cultural Relations der Punkt, der mich quasi, autorisiert oder mir die Referenz gegeben hat, um mich für diese militärischen Anlagen zu interessieren. Wann warst du da? 2017 war das, ne? 2017, genau, zu der Zeit, als die Wasserstoffbombe getestet wurde. Also ich erinnere mich sehr gut daran, mittlerweile sind es schon 3 Jahre, ist es 3 Jahre her. Wir waren auf jeden Fall dort, als es zum Höhepunkt der letzten Korea-Krise kam. Das war natürlich nicht geplant, aber es war extrem, herrschten extreme militärische Spannungen, als wir dort waren. Das war diese Hochschaukelung zwischen Donald Trump und Kim Jong-un vor ihrer Heirat. Thank you.
Warst du enttäuscht, dass das abgelehnt wurde, die Realisierung deines Projektes, oder hattest du damit gerechnet? Ich hatte damit gerechnet. Mir war klar, dass es nicht umsetzbar ist und ich hatte quasi eine Planstruktur, wo ich gesagt habe, ich gehe davon aus, das Unmögliche vorzuschlagen, was aber auch im Outcome, also das heißt nämlich, dass Stille existiert, kein Unterschied zu der Situation war, die eh gerade in dem Moment dort existierte, nämlich dass die Systeme nicht gespielt haben. Also das heißt, rein formal gab es keinen Unterschied, außer dass es eine aktiv hergestellte Stille gewesen wäre und das andere, die das quasi nicht laufen der Anlagen. Mir ging es in erster Linie um den Diskurs und vor allem auch darum, rauszufinden, wie so eine Auseinandersetzung über Kunst und Klangkunst, über Interventionen von Kunst im öffentlichen Raum überhaupt in Nordkorea funktionieren können und wie dieses Gespräch ablaufen würde. Und das war im Endeffekt eben auch dann ganz anders, als ich das erwartet hatte, denn ich habe nicht mit der Argumentation gerechnet, dass meine Haltung nicht ideologisch, also Kunst als nicht ideologisch einsetzen zu wollen, völlig naiv ist und der Ansatz in sich selbst schon völlig ideologisch ist. Also das heißt, die Ausrichtung darauf, dass die quasi die Stummschaltung oder die Stille in Bezug auf nordkoreanische Lautsprecher schon ein Widerstand gegen die Idee des Regimes oder gegen die Revolution darstellt in sich selbst. Und vor allem genau dem entspricht, was der Westen propagiert, nämlich dass im Prinzip Nordkorea sich im Prinzip zurücknehmen oder ergeben solle und dass
dort auch immer wieder, also auch teilweise auf ganz groteske Weise formuliert wird, dass zum Beispiel Friedensbewegungen aus nordkoreanischer Sicht quasi den Interessen des Imperialismus, also für die Interessen des Imperialismus wirken. Und das waren so komplexe Wendungen innerhalb der Diskussionen, die für mich hochspannend waren. Und dann natürlich auf einer anderen Ebene gibt es gar keine Form von Klangkunst oder performativer Kunst in Nordkorea. Das heißt, es war auch natürlich ein Anlass, um über Kunst, einen Kunstbegriff nachzudenken. Und wie gesagt, dieses Projekt ist noch nicht realisiert, aber wer weiß, wie man sieht, ich arbeite ja langfristig. Ja, vielleicht kommen wir doch nochmal zurück zur Ausstellung hier vor Ort im Kindl. Du wolltest noch was erzählen, was sich hier auch auf die schwierige Akustik in diesem Raum bezieht. Kannst du vielleicht ein bisschen berichten, wie ihr mit dieser Akustik umgegangen seid für die Installation? Ja, also ich weiß nicht, wie der Klang da draußen bei euch ist, weil hier zum Beispiel, wir sitzen hinter den Monitoren und verstehen unser eigenes Wort nicht. Und wir haben hier in diesen Hallen, auch drüben im Kindl, im Kesselhaus, extrem hohe Decken und haben eine Nachhallzeit von 9 Sekunden in dieser Halle, wo die Herausforderung dort eine akustische Arbeit herzustellen extrem groß war, weil wenn man sich dort ohne Direktbeschallung, also einfach nur Mund zu Mund gegenübersteht, versteht man auf 5 Meter Entfernung quasi keine Sprache mehr, aufgrund der Hallsituation. Und das heißt, wir mussten in der Halle, haben wir quasi eine Woche jedes einzelne Sample, diese 4 Teile mit jeweils 60 Spuren komplett durchgearbeitet, um die auf den Raum anzupassen, sodass wir eigentlich in der Halle ein Sprachverständnis herstellen konnten. Und auf der Ebene ist quasi, das ist eine Dimension, zumindest meiner Herangehensweise an Klanginstallationen, dass man immer in Resonanz zu dem Raum arbeitet und eben diese Soundsysteme auch in einem Verhältnis zu der Ausstellungssituation stehen. Und das kommt quasi dann zu einer extrem musikalischen Komponente. Also das heißt, was wir da machen, ist dann quasi Sound System Engineering, dass das so funktioniert und auch ein bestimmtes klangliches, musikalisches Erlebnis tatsächlich hergestellt wird. An der Stelle arbeite ich mit André Ketzel und Jonathan Ranzinger zusammen im Team, die mich auch bei der Herstellung von der Installation extrem unterstützt haben. Und da geht es dann quasi zum einen um das Engineering der Soundsysteme, aber auch um die Entwicklung der Lautsprechersysteme selbst, die ein Teil der skulpturalen installativen Arbeit sind. Ich wollte dich eben noch mal was anderes fragen. Ich glaube, in dem ersten Video, da sah man auch dich auf dem Panzer bei einer Demonstration. Bist du ein politischer Aktivist? Ja, wenn man das so sieht, habe ich. Ich habe dieses Soundsystem, den Panzer, zweimal für Demonstrationen eingesetzt, selbstorganisierte Demonstrationen in Berlin, wo es um Rückgewinnung öffentlichen Raums für Kunst und Kultur ging, und bei der zweiten Demonstration ging es um Waffenexporte in Krisengebiete, wo die deutsche Bundesregierung immer wieder Geschäfte zulässt, die eigentlich
gegen die geltenden Regelungen verstoßen. Und es ist bekannt, dass die deutschen Waffenhersteller Tricks, alle möglichen Tricks nutzen, um also zum Beispiel Lizenzen verteilen, wo sie keine Waffen liefern dürfen und so weiter für die Eigenproduktion. Also das heißt, dagegen richtete sich diese Demonstration, und in dem Verhältnis oder in der Verwendung vom Panzer als kulturelles, sagen wir mal, als kulturelle Waffe, ging es schon auch um die Auseinandersetzung, nutze ich das als tatsächliches Ding, also kann ich das politisch einsetzen als Waffe oder beziehungsweise gegenüber dem, dass ich das im White Cube nur diskursiv behandle. Und natürlich geht es auch im nächsten Schritt immer wieder bei den Soundsystem-Skulpturen um die Dimension der Aktivierung und die Performance, die natürlich nochmal eine Komponente oder einen Aspekt hinzufügt, nämlich wo es wirklich um die Gesellschaftsbildung und, ja. Und den gesellschaftlichen Diskurs geht. Darauf wollte ich nämlich als nächstes kommen. Ich halte das für einen ganz zentralen Aspekt dieser Skulpturen, dass sie eben eigentlich keine reinen Skulpturen sind, sondern dass sie Systeme sind, die eigentlich aktiviert werden müssen. So, und aber vielleicht nochmal kurz, bevor wir darauf kommen, ich hoffe, du bist bei dieser Demonstration nicht selber gefahren. Du hast den Panzer von jemand anders fahren lassen. Ich habe den fahren lassen, genau. Weil ich habe nämlich einmal Nick Novak den Panzer fahren sehen. Und das sah unglaublich witzig aus, weil das nämlich eigentlich so ein kleines Gartengerät ist, ne? Also es ist ja, das hat ja nichts Militärisches. Das behauptet nur das Militärische. Ja, also der Aspekt des Performativen halte ich für wirklich unglaublich wichtig bei diesen Arbeiten, weil ja einerseits das aus der Geschichte herauskommt und andererseits quasi in diesen Skulpturen selbst verbaut ist, wenn ich das so sagen darf. Ich war 2019 im Radialsystem, wo du eine sehr große Performance gemacht hast, wo diese beiden Objekte aufgetreten sind, Panzer und The Mantis, und du hattest auch verschiedene Künstlerinnen und Künstler und Musikerinnen und Musiker eingeladen, und ich fand das eine wirklich absolut beeindruckende, ein absolut beeindruckendes Gesamtkunstwerk, was natürlich bei einer Präsentation wie jetzt hier im Kindle so ein bisschen fehlt, oder? Also mir fehlt es nicht, sondern das sind zwei, also mir fehlt es schon, aber mir fehlt es nicht im Vergleich. Also das heißt, für mich sind das zwei unterschiedliche Formate, die beide extrem unterschiedliche Qualitäten haben. Also das heißt, die ganze inhaltliche Dimension und skulpturale Dimension, die hier zur vollen sich voll darstellt und die eben auch, der man sich auch entsprechend zuwenden kann, das geht in einer Live-Performance von anderthalb Stunden in der Form nicht. Man ist teilweise auch von den Inhalten überfahren. Also wenn wir zum Beispiel die Performance zu dem Thema, was auch Schizosonics behandelt, gemacht haben, dann war das, glaube ich, eine Wucht an Inhalten, eine Wucht an Bildern und Eindrücken. Da kann man sich natürlich hier in der installativen Situation ganz anders eher wie einem Hörstück und eben einer Installation zuwenden. Bei der Aktivierung der Soundsysteme als musikalische Soundsysteme für einen offenen, sagen wir mal, eine offene diskursive Situation, da passiert noch mal was ganz anderes. Also hier im Radialsystem zum Beispiel ist es so, und das werde ich auch öfter gefragt, inwieweit sind diese zwei Formate miteinander zu verbinden. Also das heißt, der Soundclash, der musikalische Soundclash und die Performance, die extrem inhaltlich durchgearbeitet ist, sind zwei
Formate, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben, was aus meiner Sicht aber nicht stimmt, weil es geht genau um diese Gegenüberstellung. Während wir uns hier mit dem akustischen Krieg befassen, geht es hier, im Sound Clash, oder wir nennen diese Performance on Tracks, um gesellschaftliche Schnittstellenbildung, um das diskursive musikalische Element. Das ist quasi ein Konzertformat. Also das heißt, da geht es um Musik, da geht es um das, was Musik kann und was Musik mit dem Publikum und den Künstlern macht, und das in einer Konstellation, wo es quasi um etliche Synergieeffekte geht, also wo Künstler aufeinandertreffen in einer gemeinsamen Performance, wo viel Aktionen, Reaktionen gefordert wird und wo auch das Publikum in der Form integriert wird, dass es im Prinzip zu einem gesellschaftlichen Ereignis wird. Ich kann hier ein paar Bilder aus dem Radialsystem zeigen. Also bei uns ist es so, das sind Gäste. Das ist Awa, eine Rapperin aus Zimbabwe, die der Minderheit der Ndebele People angehört, und Detroit Che, einer jungen Rapperin, Series Omega Moon, einer Freestyle-Rapperin und Afro-Punk-Musikerin aus Brooklyn. Das sind alles Features und Gäste, die wir eingeladen haben, die sich an dem Abend zum ersten Mal getroffen haben. Und wir, quasi die Crew, das Infinite Lives, von dem auch ein Sprechstück in der Installation zu hören ist. Also wir von der feststehenden Crew tragen diese Maskierung und Kostüme und fügen uns quasi in die technische Peripherie ein, sodass es quasi zu einem, dass wir an der Stelle hybridisieren mit den Maschinen. Ihr verschwindet quasi so ein bisschen, ihr tretet so ein bisschen in den Hintergrund und werdet zum, weiß nicht, Bediener von Maschinen oder so. Oder? Operator. Die Operator der Maschinen, das war ganz, ganz interessant, der David Monin, der das andere System gesteuert hat, hat die gleiche Kostümierung und Maskierung wie ich an, sodass es auch gar keine Zuordnung gibt. Das war eine Performance über 2 Stunden, in der quasi abwechselnd in einer karussellartigen Situation gespielt wurde, sodass eigentlich eine Art improvisierte Konzertsituation entstanden ist, also quasi eine Art Cypher aus dem, sagen wir mal, im Hip-Hop würde man das eine Cypher nennen, dass quasi jeder einen Beitrag leistet, auf den der Nächste reagiert. Ja, ich sehe eine Wortmeldung hier vorne. Haben wir ein Mikrofon hier vorne? But I just wondered if Nick could talk a bit more about the process of working with the sound archive. Thank you. Yeah, the research and the collecting of the material actually went over the last happened over the last 2 or 3 years in terms of the material towards or about the Lautsprecherkrieg, and I collected them in parts from the archive from the RIAS, or former RIAS, today Deutschlandradio Kultur, and the process was that I had to archivists, they were quite generous and helped me a lot in finding more sources towards hidden samples. But actually, the licensing was a big issue, where also through Corona, probably a shortage of staff or something, they never really followed up properly, and it was really problematic. So it was like more working process with the archivists, and then it stopped with the legalization of the usage of the samples. And in the end, I also worked with the Bundesrundfunkarchiv in Potsdam, where I already sampled the material in the studio and was ready to use it, but then they
just a week before the opening or something, they sent me the official legitimation of the right to use the material, and then I could exchange it with better quality samples. But it was, I have to say, it was very difficult to work with the archives, which are officially, legally obliged to make the archives publicly accessible, but I was consistent enough to get the material. And then in terms of the writing process, you know best, we recorded the voice, your voice, Jessica Edwards, in a studio in Kreuzberg, and I used actually Infinite Life's voice from earlier recordings from a performance. So I, we worked through similar topics in the perform for the performance at Berghain in 2019, and so I still had material from that working process that I forgot about, and I found and could reuse in a way that they have been used before, which was also good for, yeah, good to dig deeper in what they already were sleeping. And then in the music making process, for me, it's always like the most exclusive moment for myself after a lot of research and technical development. If I actually come to the point where I can compose music for the pieces, where it's a lot of love for the making. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen und auch bei Nick Novak für die tolle Arbeit. Wenn ich mir noch eins wünschen dürfte, ich würde mir für die Installation noch eine kleine Drohne wünschen, die auch den Luftraum im Kesselhaus nutzt und die eben mit einem Lautsprechersystem bestückt ist. Weil ich glaube, das ist etwas, was wir vielleicht in Zukunft auch sehen werden. Du meinst Sounddrohnen, die über uns schweben. Ich habe da schon oft drüber nachgedacht, aber weil ich so ein Bass-Fanatiker bin, landet das Format dann immer bei einem Zeppelin, weil man einfach das Problem hat, dass man nicht drumherum kommt, große Boxen zu haben, wenn man auch einen bestimmten Bassdruck erzeugen will. Es geht nicht ohne die Box. Das ist der Punkt, wo das für mich auch ein wunderbares, ja, ein guter Grund ist, wirklich physische, große, skulpturale Arbeiten zu machen. Denn im Endeffekt, ich meine, wir gewöhnen uns alle an den Klang unserer Laptops und so weiter, aber das ist nicht, das hat nicht den Effekt und das hat nicht die physische und psychologische Wirkung, die ich auch von Musik erwarte. Deshalb ist für mich das Bauen von Lautsprechern und von Lautsprecherskulpturen angebunden an bestimmte physische Parameter, die auch aus akustischer und aus bildhauerischer Sicht extrem schön sind. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Okay, vielen Dank.